Was macht der Videofilmer, wenn er ein stabiles Bild hinbekommen möchte, aber so tatterige Hände hat wie ich? Richtig, er kauft sich einen Gimbal. In einem der letzten Videos habe ich euch dazu ja schon den Osmo Pocket vorgestellt. Und um den geht es heute auch ein bisschen indirekt, denn ich zeige euch heute, was ihr damit machen könnt oder was ihr für schöne Kamerafahrten und für Bewegungen damit machen könnt. Hallo liebe Freunde des bewegten Bildes und heute geht es mal wieder um ein Videothema, wie ihr natürlich schon gehört habt. Es geht heute um Gimbalfahrten, Gimbal-Moves, die ihr mit einem großen Gimbal machen könnt oder auch mit einem Smartphone-Gimbal oder wie ich heute hier mit dem Pocket 2 von DJI, der ja nicht mehr Osmo heißt, obwohl hier Osmo irgendwo draufsteht, wie ich gesehen habe. Da Reisen ja momentan nicht so angesagt ist und ich euch trotzdem ein paar schöne Gimbal-Moves und Kameraeinstellungen zeigen möchte in einer schönen Kulisse, bin ich hier in meiner Heimatstadt geblieben und hinter mir befindet sich die Sparrenburg und da werde ich euch jetzt mal einige Einstellungen zeigen. Los geht's! Wir starten mit dem Push-Forward. Dafür geht ihr quasi geradeaus auf euer Objekt zu. Idealerweise habt ihr ein bisschen was im Vordergrund dabei und das Ganze funktioniert natürlich auch als Pullback rückwärts. Idealerweise solltet ihr allerdings jemanden haben, der euch da führt, damit ihr euch nicht auf den Hintern setzt. Als nächstes kommen wir zum Skyfall. Dafür lasst ihr quasi eure Kamera von oben nach unten runterfallen und das Ganze funktioniert auch umgekehrt, ground up. Und schöner ist es natürlich auch, wenn ihr dabei wieder was im Vordergrund habt. Als nächstes kommen wir zum Crane Jib Arm. Dafür bewegt ihr quasi euren Gimbal wie einen Kamerakran oder einen Jib Arm. Schöner sieht es noch aus, wenn ihr das Ganze so ein bisschen diagonal macht. Dann kommen wir zum Fly-Through. Dafür sucht ihr euch etwas, wo ihr quasi durchfliegen könnt. Entweder irgendwie ein Geäst oder wie ich jetzt hier dieses Geländer. Und dann geht ihr quasi darauf zu und fliegt, wie ich jetzt hier durch die Liebesschlösser einmal durch. Das geht natürlich auch wieder rückwärts. Idealerweise schaut ihr dabei nicht auf den Bildschirm, sondern dann auf die Stelle, wo ihr durchfliegen wollt. Sonst stoßt ihr irgendwo dran. Als nächstes kommen wir zum Fake Drone Shot. Dafür bewegt ihr euch auf eine Kante zu, wo sich quasi ein Tal hinter befindet. Dann kommen wir zum Flyby. Da sucht ihr euch eine Stelle, wo ihr schön dran langfliegen könnt, wie hier eine Mauer, und fliegt auf das Objekt zu oder seitlich vorbei. Für den Crane Reveal könnt ihr dann euch eine Stelle suchen, wo ihr quasi das Bild eröffnen könnt und auch wieder kranartig hochfahrt. Der Slider Dolly benötigt idealerweise etwas im Vordergrund und ihr fahrt quasi seitlich an dieser Kante, wie ich jetzt, vorbei. Zum Schluss gibt es jetzt noch einen kleinen Zusammenschnitt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video ein bisschen was lernen und ein bisschen was mitnehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Glöckchen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst und regelmäßig benachrichtigt werdet, wenn es ein neues Video gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö mit Ö.